Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Cities Skylines. Endlich mal wieder eine Folge. Ich weiß, ich habe letztes Mal groß angekündigt, ich habe wieder unheimlich Spaß im Spiel. Habe ich auch, aber ich hatte einfach keine Zeit aufzunehmen. Tut mir leid, tut mir wirklich leid. Ja, man sieht hier den Freizeitpark und ich wollte da ja noch einen Aussichtsturm unterbringen. Und da habe ich im Steam Workshop was gesucht. Genau, den hier wollten wir ja nicht haben, den CN Tower. Der ist ein bisschen sehr hoch. Aber ich habe da was anderes runtergeladen, was vielleicht passt. Genau, hier ist es. Die Space Needle. Oh, die ist auch ganz schön groß. Eieiei. Aber wenn ich die so mit dem Freefall Tower vergleiche mit dem Riesenrad, ist die hier auch eine Nummer zu groß, würde ich sagen. Schade. Aber ich habe hier noch eine Alternative. Genau, der Reunion Tower, das ist er. Ah, der passt doch von der Höhe besser, oder? Ich würde sagen, den bauen wir uns hierhin noch als Aussichtsturm. Machen wir das da hinten. Da ist noch ein bisschen Platz. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo er steht, in welcher Stadt. Aber ich weiß, das habe ich immerhin gelesen und behalten, da soll wohl oben drinne so ein 360-Grad-Restaurant sein. Also, ja, scheint auch als Turm mit Aussicht gedacht zu sein. Passt dir vielleicht ganz nett zu unserem Freizeitpark. So ganz zufrieden bin ich mit dem Freizeitpark irgendwie nicht. Wir legen hier auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal zusätzliche Wege an. Ja, ganz zufrieden bin ich mit dem nicht. Einfach weil... Also die Möglichkeiten des Spiels lassen das nicht zu, dass man es so schön bauen kann, wie man möchte manchmal. Insbesondere halt... ja, die Wege, also ich hätte ja gerne die Attraktion an diesen Wegen gebaut und nicht außen an so einer Versorgungsstraße, über die jetzt ganz viele Autos bauen. Was die inneren Wege angeht, da hat mir der gute Tobias Kurt mal wieder einen Tipp geschrieben. Und zwar gibt es wohl eine Mod, mit der man hier die Kollisionsabfrage abschalten kann, sodass ich hier einfach zack einen Weg rüberbauen könnte, theoretisch. Praktisch habe ich den leider nicht gefunden. Aber vielen Dank dafür den Hinweis. Falls da irgendjemand noch genaueres zu weiß, gerne ab in die Kommentare damit. Und na gut, der Freizeitpark ist jetzt erstmal da, ist nicht ganz perfekt, aber soll erstmal reichen. Ich bin aktuell am Überlegen, vielleicht doch den Traffic Plus Mod runterzuladen. Und ich glaube, damit könnte man hier noch ein bisschen was rausholen und könnte das noch ein bisschen schöner gestalten. Schreibt mir da ruhig gerne mal eure Meinung zu in den Kommentaren. Ich habe einfach Bedenken, dass wenn man den Mod installiert und dann irgendwann ein Spielupdate kommt und der Mod nicht mehr so funktioniert, wie er soll, dass man da unheimlich große Probleme kriegt. So, das Ding braucht natürlich noch einen Namen. Jeder Freizeitpark braucht einen vernünftigen Namen, nicht nur einfach Freizeitpark. Und wenn ihr da Vorschläge habt, gerne ab in die Kommentare damit. Ich würde mich sehr darüber freuen, weil ich habe gerade keine wirkliche Idee. Und ich fände es auch ganz schön, muss ich ehrlich sagen, wenn da von euch Vorschläge kommen, die ich dann umsetzen kann, dass ihr dann wirklich interaktiv mitwirken könnt, so wie ja auch beispielsweise hier schon mit Skyfall. Das ist ja auch ein Vorschlag gewesen, den ich gerne umgesetzt habe. Ja, also immer her damit. Auch wenn ihr für die anderen Gebiete Vorschläge habt, wie die heißen sollen, ab in die Kommentare damit. Ich würde mich freuen. So, nächstes Ziel. 80.000 Einwohner. Und um das zu erreichen, brauchen wir logischerweise Einwohner. Und man sieht schon, hier sind noch ein paar Bereiche frei. Hier könnten noch ordentlich welche einziehen. Wollen sie aber gerade nicht. Warum nicht? Ja, vermutlich fehlt ihnen einfach Gewerbe und Industriegebiet. Und wo kriegen wir das jetzt her? Ich werde, glaube ich, einen relativ radikalen Schritt jetzt machen. Diese Ecke ist mir sowieso ein Dorn im Auge, ne? Also, hier hat man nur Verkehrschaos und inzwischen haben wir die Holzwirtschaft so mitten in der Stadt eigentlich. Und von daher würde ich sagen, hat die es jetzt hinter sich. Und wir werden hier mal ein bisschen umbauen müssen. Und da fangen wir an hier oben in dem Bereich. Denn hier kommt jetzt andere Industrie hin. Und zwar das, was eher zur Stadt passt. Hier kommen jetzt Bürogebäude hin. Und alles, was jetzt hier
dieser Seite der Straße liegt. Kommt mal weg. Ich möchte hier die Straße ein bisschen neu anlegen. Haben mir relativ gut schon gefallen, aber ich möchte dafür sorgen, dass da große Gebäude Platz haben. Und hier dieser Streifen, den ich hier zwischen freigelassen habe, der kann auch weg. Und zusätzlich, glaube ich, ziehen wir hier noch eine Hauptstraße quer durch. Das kann auch nicht schaden. So, erstmal werden die ganzen Straßen hier jetzt zu den anderen Hauptstraßen... Ups, da war es eigentlich nicht nötig. Zu den anderen Hauptstraßen, die wir so in der Stadt immer benutzt haben. Sprich, da gehen jetzt ein paar Spuren flöten. So, ihr hier... Na, Update natürlich. Ihr werdet wieder so... Okay, dann hatte ich gesagt, hier irgendwie so quer durch eine Hauptstraße, würde ich sagen, gehen wir einfach an die Kreuzung mit ran, wenn das klappt. Scheint zu klappen, ja, warum nicht? Und machen wir das so. Okay, gut. Und jetzt schauen wir mal, dass wir hier einigermaßen gut die Straßen reinkriegen, ohne allzu viele Kreuzungen zu bauen. Dass vielleicht auch ein paar von den Kreuzungen, die wir bisher haben, verschwinden können. Machen wir erstmal so. Also Kreuzungen dürfen hier natürlich schon entstehen, aber ich möchte an den Hauptstraßen wenig Kreuzungen haben. Das ist ja immer so ein alter Trick, um den Verkehrsfluss besser zu gewährleisten. Machen wir das mal so. Okay, hier haben wir jetzt natürlich noch viel Platz. Dieser Gürtel, den ich da freigelassen habe. Da kann ja ruhig noch ein bisschen was hin. Vielleicht so? Ah. So. Okay. So, dieser Bereich. Mal schauen. Ja, ich glaube, einmal müssen wir dann noch irgendwo an der Hauptstraße ran. Ach ja, das sieht doch ganz lustig aus. Machen wir das so. Oh, da hinten brennt's und das ist natürlich ein doofer Zeitpunkt für ein Feuer gewesen jetzt. Da kann natürlich die Feuerwehr jetzt nicht mehr hinkommen und das nicht mehr erreichen. Muss ich da jetzt ernsthaft eine Straße einmal kurz hinlegen, damit die das löschen können, weil ich das sonst nicht abreißen kann? Das ist ja klasse. Nee, ich lasse es einfach abbrennen. Ha, zack, Problem gelöst. So, die Straße hier könnte hier ja auch noch weiter durchführen. Vielleicht hier hinten wieder an die Kreuzung mit ran. Zack. Und gut, die Kreuzung haben wir hier sowieso. Die werden dann auch noch weiter benutzt mit. So. Bauen wir hier noch eine Querstraße durch. Bis da. So, und kommen wir hier vielleicht sogar noch unter der Autobahn durch? Ah, hier ist die Rampe. Da könnte das knapp werden. Na, obwohl. So, und dann... Ah, nicht wirklich. Ach, lassen wir das einfach. Machen wir einfach nur eine Straße bis zur Autobahn rüber. So. Okay, jetzt haben wir eine ganze gute, große, freie Fläche, wo wir Bürogebäude unterbringen können. Und ja, machen wir das doch mal. Fangen wir mal einfach an hier. Vielleicht kommt da nachher auch noch ein bisschen Gewerbegebiet dazu. Schaue ich mal. Erstmal aber jetzt hier Büro, Büro, Büro und damit die Nachfrage nach Industriegebieten stillen. Wo könnte hier noch Gewerbe sinnvoll sein? Eigentlich haben wir hier außenrum schon Gewerbe, wo die Wohngebiete dann anfangen. Eigentlich macht hier Gewerbegebiet, glaube ich, keinen Sinn. Oder brauchen Büros auch Gewerbegebiet? Weiß ich gerade gar nicht. So.
Die Nachfrage geht auf jeden Fall runter, wenn auch nicht viel, aber immerhin etwas. Und naja gut, ich meine, wir haben eben auch hier Industrie abgerissen, also kein Wunder, dass sie nicht so extrem runtergeht. Was wir natürlich hier auch noch brauchen, fällt mir gerade auf, wo ich hier diese leere Lücke sehe. Die leere Lücke, nicht eine volle Lücke, nein, eine leere Lücke ist wichtig. Ein paar Parkanlagen. Mit Parkanlagen meine ich hier ruhig sowas. Parkplätze. Die machen sich doch im Bürogebiet ganz gut. Oder was haben wir hier denn noch so? Ein Baumwipfelpfad. Ach, cool. Aber der muss, glaube ich, nicht ins Bürogebiet. Was haben wir denn noch so? Das sind, glaube ich, hier alles meine, genau, meine Parkplätze. Die haben dummerweise alle keine Thumbnails. Da erkenne ich immer nicht, was das ist. Was bist du? Achso, das ist die Waterfront, genau. Ja, dann greifen wir hier vielleicht auch nochmal zu so einem Standardpark. Dahin. So ein paar Bäume im Bürogebiet sind doch auch nicht falsch. Dann kann man nach dem Büroalltag sich auch nochmal ein bisschen erholen. Und ich gucke gerade, wo so ganz viele kleine Grundstücke sind, dass ich da einfach diese Gebäude dann hinstelle, um die kleinen Grundstücke loszuwerden. Hier sowas zum Beispiel. Das passt da doch noch gut hin. Oh, der ist ganz schön groß. Hier brauchen wir noch was. Vielleicht hier im Bereich der Autobahn. Wie können wir den hier? Ja, den können wir da so anbringen. Das ist doch auch gut. Dann reicht der dann noch ein bisschen weiter nach hinten. Der Platz wird noch ein bisschen besser genutzt. Und langsam werden sie auch zufriedener. Hier muss noch irgendwas hin. Ja, dann darf da nochmal ein größerer hin. So. Das freut sie doch. Sehr gut. Jawoll. Sehr gut. So, Wasserversorgung müsste hier eigentlich überall sein. Jawohl. Der eine Park hier hat kein Wasser. Ich weiß nicht, ob die Wasser brauchen. Ja, anscheinend nicht. Jetzt hat er nämlich Wasser, aber wäre trotzdem nicht blau. Und, oh. Wow. Ein Premium-Grundstück. Extrem klein und kein Wasser. Jetzt müssen wir extra für die hier ein so ein blödes Rohr hinziehen. Na gut, wir sind ja nett zu unseren Einwohnern. Wir machen das. Das freut die dann auch wieder wahrscheinlich. Gut, und habe ich bisher viel zu wenig ja genutzt. So ein paar Wege kann man hier noch gut einbringen. So zum Beispiel. Kann man den Park noch ein bisschen besser erreichen. So aus. Oder hier für die Leute, die hier Park kennen, wollen wir ja belohnen, dass sie, ich wollte gerade sagen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, aber sind ja gar nicht öffentliche Verkehrsmittel, wenn sie mit dem eigenen Auto kommen und darum parken. Aber trotzdem, die sollen hier auch schneller durchkommen nach da hinten. So, haben wir noch irgendwo? Oh, was sehe ich da? Zack, da fehlten noch ein paar Punkte. Aber hier braucht eigentlich so keinen Weg hin, um den Platz hier zu erreichen. Was wir machen könnten, könnten noch ein paar Fußgänger vielleicht belohnen und hier einfach einen Fußgängerweg drunter machen. Weil dann bin ich nicht angewiesen daran, dass ich an die Kreuzung rankomme, sondern den kann ich auch einfach hier so plopp durchlegen. Hehe. Und können da Fußgänger ein bisschen abkürzen und müssen nicht außen rumlaufen. Hier hatten wir noch einen Park, aber der braucht so eigentlich, glaube ich, auch nicht noch einen extra Weg. Was wir machen können, ist vielleicht hier. Da geht uns dann ein so ein kleines Gebäude flöten, aber ja, nee. Entfernung zu gering. Ah. Ah, so funktioniert's. Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, dass das fehlt, das kleine Gebäude. Da haben wir eh so ein paar kleine Gebäude jetzt. Gut, die Nachfrage nach Industriegebiet auf jeden Fall deutlich runtergegangen. Jetzt haben wir nur noch Nachfrage nach Gewerbegebiet. Brauchen die hier Gewerbegebiet oder was ist euer Problem? Ist euch das von hier etwa zu weit, darüber zu fahren? Dahin. Ich weiß es nicht so recht.
Ich guck noch mal die Zonenaufteilung an. Ja gut, hier, obwohl doch, da ist auch Gewerbe. Hier ist ein großer Bereich, wo kein Gewerbegebiet ist. Die könnten Nachfrage nach Gewerbe haben. Sollen wir den mal einfach hier ein so einen Block durch Gewerbe ersetzen? Mittendrin hier, dieser kleine Block vielleicht. Ich gucke mir das einfach mal an. Mal schauen, was da passiert. Und wo wir gerade bei mal schauen waren, wir können ja auch hier mal vorbeischauen. Unser kleiner Vorort Seeblick wächst und gedeiht. Das einzige Problem ist immer noch diese blöde Überschwemmung hier, die ich echt, ich weiß nicht, wie ich sie produziert habe und ich weiß nicht, warum ich sie nicht wegkriege. Ich bin hier fleißig am Wasser abpumpen. Kann natürlich sein jetzt, dass wir so eine Überkapazität haben bei der Wasserverfügbarkeit und deshalb hier nicht wirklich gepumpt wird, weil das die sind, die ich zuletzt gebaut habe. Das probieren wir mal aus. Wir schalten jetzt mal einfach hier ein paar andere Pumpen ab. Tschüss. Tschüss. Ja, hier geht auch noch eine vom Netz. Ich meine, wir haben ja ein großes Wassernetz, wenn ich mich recht entsinne. Genau, das wird von allen in das gleiche System reingepumpt. Von daher eigentlich kein Problem, wenn wir da mal ein paar Pumpen hier unten wegnehmen, die da oben laufen lassen. So, was habt ihr hier für ein Problem denn? Kriminalität. Wo ist denn die nächste Polizei? Weit, weit weg. Zu weit weg offensichtlich. Hier nämlich. Die fahren nicht darüber. Dann spendiere ich euch hier jetzt doch tatsächlich so eine Mini-Polizeiwache. Auch die kommt aus dem Steam Workshop. So eine kleine Dorfpolizei. Aber genau das Richtige hier. Vom Gebäude her könnte das hier so die Einfahrt für den Parkplatz sein. Das, wo man bezahlen muss für die Parkgebühren. Und naja, die Polizei ist dann der Sicherheitsdienst vom Park. So erklären wir das, dass da eine Polizeistation steht. Man muss ja ein bisschen kreativ sein. Apropos kreativ, diese kreative Lösung hier mit den Straßen runter, die ist auch vielleicht nicht ganz optimal. Ich kann mal Zeit schneller machen. Hier auch Staus ohne Ende. Also da werde ich auch den öffentlichen Nahverkehr ausbauen müssen. Aber da ich eine Bahnlinie quer durch die Stadt bauen wollte, möchte ich jetzt ungern was abreißen, solange ich auf dieses Ziel hinarbeite. Und naja, die Bahnlinie quer durch die Stadt, dafür werde ich was abreißen müssen. Räumung beendet. Ja dann, nehmt wieder Leute auf. Klingt ein bisschen makaber, gebe ich zu. So. Okay. Ansonsten, ach, da ist immer noch, kann ja mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Tschüss. Ansonsten würde ich sagen, soll es das für diese Folge erstmal gewesen sein. Wir beobachten mal, wie das weitergeht, ob wir hier endlich neue Einwohner dazu kriegen. Wirklich viel steigt das aktuell nicht und viel gebaut wird hier auch nicht. Ich meine, wir haben auch keine Nachfrage nach Einwohnern. Ich weiß auch nicht so genau warum. Vielleicht muss hier erst das Gewerbe einziehen, beziehungsweise die Büros erst einziehen, damit wir Nachfrage nach Einwohnern kriegen, damit wir Arbeitsplätze für die haben. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal genauer an und da werden wir dann wahrscheinlich auch den restlichen Bereich hier unten noch umbauen. Ich hoffe an dieser Stelle, dass es euch gefallen hat soweit. Und wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal einfach. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. In diesem Sinne, alles Gute und bye bye.